Liebe die Stare. Es waren Irrgäste in der Luft, die ungerufen riefen, auf dem Zug von Süden, auf dem Zug nach Odessa. Auf dem Zug von Süden kamen wir in eine Verwirbelung. Es waren andere Vögel als Vögel in der Luft. Es herrschte bodenloses Flugvergnügen. So geschah es über dem Tankstellengebäude, über dem blauen Werbeschriftzug. Alles super, jenes Storchenpaar mit Migrationshintergrund. Die sieben Gaben aus dem Sieben-Tischwald, Seltenkräuter, Hasenklee, fünffaches Wunder, aber auch Vogelenten, Vogelknochen, Blindhühner, die Grippe grassierte. Wir scheuchten die rohen Vögel in die Futterbox. Die Krippen waren geschlossen, Plätze darin unmöglich zu erheischen. Mit den Kopfenden verschwanden wir in der Sauerkirsche, dunkelrot überströmt. Die Stare sitzen gern auf Gartenstühlen wie wir, pfeifend das Lied von der Erde, das Lied von der alten Welt. Alte Welt, in der man sich die Pelerine über den Kopf zieht, wenn dunkle Wolken aufziehen und mit dem Cognac-Schwenker fuchtelt. Wir Einfarbstare, wir aus Steingrau stark pigmentierten. Du trillerst im Schlichtkleid, du singst im Widerschein der Lichtbänder. Liebe deine Feinde, liebe die Stare. Aus dem Leben der Postkästen. So ein Leben als Postkasten ist alles andere als leicht. Waren Sie schon mal eine Existenzform am Rand? Haben Sie sich so gefühlt wie ein Behältnis, in das die Leute werfen, was sie gerade in einen Umschlag getan haben? Rechnungen, Mahnungen, Drohbriefe, Fristabläufe von Finanzämtern, der gespreizte Ton eines Scheidungsanwaltes. Dieses und anderes wandert durch Sie, durch Ihre inneren Organe, Leber, Magen, Milz. Es wandert durch Sie wie durch eine Kläranlage. Versäumnisurteile, Sterbeanzeigen, Beileidsschreiben. Gestern liefen Kinder vorbei und eines schenkte mir einen vorgekauten Kaugummi, türkische Minze. War das schön? Die Gewerkschaft der Postkästen fordert im Kampf um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen eine Gleichstellung aller Postkastenbediensteten. Für gleiche Arbeit soll auch gleicher Lohn gezahlt werden, unabhängig von Alter und Geschlecht. Bei Postkästen von gewissen Äußerlichkeiten zu sprechen, die sie voneinander unterscheiden, fällt dem ungeübten Auge naturgemäß schwer. Man sagt über mich, ich sei in die Jahre gekommen. Es stimmt, einige Schrammen und Kratzer habe ich zurückbehalten. Aber ich fühle mich noch gut an. Das Feste an mir ist fest und das Weiche weich. Ich habe noch alle Teile am rechten Fleck. Menschenschau. Setzt mir einen Kamelkopf auf. Ich bin der Letzte dieser Rasse, Knöpfe wie Augen, Schauen wie Einhausen, Beine voran. Ich war der Couch-Indianer, Dschungelcamp, großer Bruder von Winnetou, eines der Weltwunder, sperrt mich ein. Ich konnte auf der Messerspitze jonglieren mit dem Holzbein von Kapitän Ahab. Man führte mich hinters Licht und ich zerriss die Gardine, die Gase. Ich konnte auf dem Knochen kauen, so dass Fleisch nachwuchs, Bienenfleisch. Die Tauben erriet ich in der angesenkten Luft. Aus dem Hahnenschrei formte ich den schwarzen Freitag. Setzt mir einen Erobererkopf auf. Emperor Tomato Ketchup, meine Gebärde aus Schlamm, Black Pudding, lang lebte ich als linkshändische Libelle unter den Völkern des großen Schmerzes. Ich segelte durch Bückeburg und Minden. Der gelbe Müllsack der Menschenrechte enthielt mich, eine Petition gegen weiße Häuser und blaue Villen.
Wenige Jahre nach Falkland, die Patagonien blühten, gib dem Affen ein Gewehr aus Zucker, Sülzkopf, setzt mir einen Containerbahnhof auf. Ich konnte wieder keuen und miauen. Man schälte den schwarzen Trüffel von der Haut, man hobelte die Lepra vom Bein. Im Traum erschien mir Sankt Afra, sie flüsterte ein letztes Mal von den Schwalbenherzen. Im Rudel konnte ich besser den Ruhepuls messen. Was folgte, war ein Schnitt durch die Gurgel, Gugelhupf, die Aufforderung zum Tanze, das Zerplatzen der Adern. Ich konnte kein Rummelplatzblut mehr sehen.